so oder der Bastelzeit, also mehr oder weniger, weil es ist schon wieder Hitzewelle und nee. Also prinzipiell habe ich mit Hitze jetzt kein so großes Problem. Zum einen, ich bin halt viel in Kabelschächten unterwegs, von daher bin ich das auch ein bisschen gewöhnt. Aber auch sonst, wenn ich hier alles zu habe, selbst bei den Temperaturen ist normalerweise da so 28 Grad oder so drin. Aber es wird draußen halt immer heißer die letzten Tage und ja, rein passiv mit Dämmung und Co. komme ich da langsam nicht mehr gegen an. Zumal halt das auch nur so lange funktioniert, wie da oben dieses Hirn noch mitmacht. Und man nicht morgens vergisst, irgendwie einen Rollladen runterzumachen oder sowas. Ja, gut. Abhilfe muss her. Typische Sache, wenn es kalt werden soll, Klimaanlagen. Also, damit haben wir dann auch unser heutiges Thema. Wie geht denn das überhaupt? Wie funktioniert so eine Klimaanlage? Was hab ich für eine? Mehr oder weniger. Und dann basteln wir noch eine Runde, denn die klappt nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber gehen wir erstmal rüber in so ein Theoriesegment. Wie klappt denn eigentlich eine Klimaanlage? Prinzipiell ist so eine Klimaanlage erstmal nichts anderes wie ein Kühlschrank, also eine sogenannte Wärmepumpe. Wir haben eine heiße Seite und eine kalte Seite und was wir machen ist, wir holen diese Hitze von der kalten Seite weg und schieben die zu der warmen Seite hin. Die eine wird dadurch kälter, die andere wärmer. Beim Kühlschrank ist es natürlich innen kalt und hinten habt ihr meistens so einen Wärmetauscher, da wird's dann warm. So was Ähnliches hatte ich hier auch schon mal gezeigt mit so einem Peltier-Element. Hier funktioniert das allerdings anders. Hier nutzt man üblicherweise eine Kältemaschine mit einem Kompressor. Das ist wesentlich energieeffizienter als diese Elemente, die ich da hatte. Und da Klimaanlagen natürlich eine sehr energieintensive Angelegenheit ist, macht es natürlich auch Sinn, da so viel Effizienz wie möglich reinzustecken. So, eine Klimaanlage, die sieht meistens anders aus. Die hat meistens zwei Teile. An der Außenseite, da hat man das Außengerät, da sind die ganzen heißen Teile drin und da hat man meistens noch eine separate Innenseite, das Innengerät mit den kalten Teilen. Zwischen beiden liegen dann entsprechende Kühlmittelleitungen, sodass die miteinander verbunden sind. Das sind im Prinzip nichts anderes als Rohre. Jetzt haben wir ja schon gehört, da ist Kühlmittel drin, das Ganze ist ein geschlossener Kreislauf, also da ist nichts, wo irgendwo was raus kann im Normalfall. Und das ist auch gut so, weil dieses Kältemittel, das ist ja nicht unbedingt gut fürs Klima, wenn das entweicht. Das kann eine Menge kaputt machen. Je nachdem, welches drin ist, kann es auch brennbar sein. Das möchte man eher in der Klimaanlage halten und nicht irgendwo rumfliegen haben. Und ich würde sagen, wir verfolgen einfach mal dieses Kühlmittel. Wie geht das durch das ganze System und was passiert da? Nun, erstmal ist das gasförmig und hat einen relativ geringen Druck. Von da aus geht es dann in der Außenseite in den Kompressor und wird da komprimiert, also sozusagen zusammengedrückt, weniger Platz, mehr Druck. Durch dieses Zusammendrücken, da wird das Gas zum einen relativ heiß, zum anderen, da steigt aber auch der Siedepunkt. Das Ganze kennt ihr eventuell ein bisschen anders von einem Schnellkochtopf. Das ist ein Topf mit einer Dichtung und da drin wird der Druck erhöht. Und dadurch, dass der Druck erhöht wird, wird auch beim Wasser der Siedepunkt verschoben. Wasser kennen wir ja alle. Bei 100 Grad fängt es an zu kochen und da kommt stattdessen dann Wasserdampf, also die gasförmige Form. In dem Topf durch den höheren Druck passiert das aber nicht. Die Siedetemperatur steigt und dadurch bleibt das Wasser länger flüssig, auch wenn es über 100 Grad ist und so können wir dann schneller kochen. Hier nutzt man das Prinzip ein bisschen anders und zwar wird der Druck erhöht, um das Gas schneller flüssig zu bekommen, denn das geht ja auch in die andere Richtung. Wir haben momentan ein Gas, der Siedepunkt geht nach oben. Das heißt also, wenn wir das Gas abkühlen, den Druck aber beibehalten, dann fängt das Gas an, flüssig zu werden. Und um das zu erreichen, da geht's vom Kompressor in den sogenannten Kondensator. Also nicht das Ding hier, das hier. Das ist im Prinzip ein Rohr, was immer wieder hin und her geht, so Lamellen dazwischen hat. Und ja, also ein zum Beispiel klassischer Autokühler sieht auch so aus. Das Gas fließt also jetzt da durch und fängt an, dieses ganze Konstrukt zu erhitzen und dadurch, dass wir eine große Oberfläche haben, gibt der die Hitze an die Umgebungsluft ab. Meistens ist auch noch ein Lüfter dabei, sodass das Abkühlen dann schneller geht. Am Ende passiert aber so oder so das, was sein muss. Das Gas wird kühler und wie eben schon gesagt, es fängt an zu kondensieren. Das Gas wird also zu einer Flüssigkeit. Die ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so warm wie direkt nach dem Kompressor, aber die liegt immer noch deutlich über der Außentemperatur. Also, da haben wir üblicherweise kein Problem, die Hitze, sage ich mal, nach draußen loszuwerden, weil die Luft draußen immer kühler sein wird als das Kältemittel. Von der warmen Flüssigkeit geht's jetzt weiter durch eine Kühlmittelleitung nach innen und da ist das sogenannte Expansionsventil. Und hier wird's dann interessant.
Das ist ja im Prinzip kein Ventil in dem Sinne, sondern einfach nur ein Rohr, was aber nur eine sehr kleine Öffnung drin hat. Dadurch wird sichergestellt, dass vor dem Ventil, also in Richtung draußen, der hohe Druck da bleibt. Hinter dem Ventil der Öffnung, da ist aber der Druck niedriger. Nicht zuletzt, weil auch von der anderen Seite des Kühlkreislaufes der Kompressor sogar zieht. Das heißt also, ja, der zieht den Druck noch mal was weiter runter. Die Flüssigkeit kommt jetzt also durch dieses Expansionsventil da durch und kommt plötzlich in einen Bereich, wo der Druck viel niedriger ist als vorher. Naja, wozu führt denn das? Wir haben eben gelernt, wir haben den Siedepunkt da ein bisschen verschoben. Na, jetzt auch, aber in die andere Richtung. Der Druck geht runter, die Temperatur, die wir brauchen, um gasförmig zu werden, entsprechend auch. Und was passiert natürlich? Diese Flüssigkeit beginnt sich wieder in Gas zu verwandeln. Für den Wechsel von flüssig zu gasförmig braucht das Kühlmittel aber Energie. Die muss irgendwo herkommen, das ist Wärmeenergie. Wo kommt jetzt die Wärmeenergie her? Naja, wir haben direkt hinter dem Ventil den sogenannten Verdampfer. Im Prinzip genau dasselbe wie der Kondensator, nur halt innen. Und hier haben wir jetzt dann dieses Kühlmittel, was unbedingt Wärme haben möchte und die muss irgendwo herkommen. Die holt er aus dem Verdampfer. Wodurch kriegt der Verdampfer seine Wärmeenergie? Durch die Umgebungsluft. Meistens auch da mit einem Lüfter. Das heißt also, wir entziehen der Raumluft die Wärmeenergie und geben die an dieses Kühlmittel ab. Und wenn man Wärme abgibt, naja, was bleibt übrig? Es wird kalt. Das Kühlmittel selber hat dann irgendwann genug von der Wärmeenergie aufgenommen, ist wieder komplett gasförmig und geht über die Rückleitung wieder nach draußen zum Kompressor, wo alles von vorne beginnt. Und drin, naja, da geht das Prinzip immer weiter, ist ein Kühlkreislauf, kommt ja immer neues Kühlmittel nach und entsprechend wird immer mehr Wärmeenergie der Raumluft entzogen. Heißt, drin wird es immer kälter und draußen, da geben wir die ganze Hitze, die wir drinnen reingesaugt haben, wieder an die Umgebungsluft ab. Aber halt draußen, nicht drinnen in der Wohnung. So, Theorie verstanden. Nun, dann müssen wir uns wohl ein bisschen mal mit der Praxis beschäftigen. Was habe ich denn hier? Na, ich habe erstmal ein Problem. Und zwar, Split-Klimageräte sind eigentlich das Schöne. Da hat man den Kompressor und so außen. Und innen hat man nur noch das Ding, was die kalte Luft dann in den Raum bläst. Heißt, drinnen ist es kühler, drinnen ist es leiser und auch sonst ist es deutlich effizienter. Problem an der Sache, naja, so ein Split-Klimagerät, da ist dann eine Leitung mit dem Kühlmittel dazwischen und das sind meistens Gase, die jetzt nicht ganz so toll sind, die wollt ihr nicht in der Wohnung haben. Deswegen ist es in Deutschland so, dass nur zertifizierte Installateure das einbauen dürfen. Das heißt, selbst wenn ihr im Baumarkt für, was weiß ich, 200-300 € so ein Split-Gerät kriegt, bringt euch nichts. Ihr müsst erstmal einen Installateur finden und der kostet halt auch noch ein paar Mal. Viel Geld, zumal es mich wahrscheinlich nicht ganz so viel bringt, weil Außengerät anbringen ist hier am Gebäude momentan noch so ein kleines Problem. Wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Deswegen bin ich auf den sogenannten Monoblock gegangen. Das ist ein Gerät, wo alles eingebaut ist. Und ja, der sieht hier so aus. Den habe ich mir bei eBay geschossen und zwar vorletztes Jahr oder so, als es so schön kalt im Winter war. Da wollte irgendwie keiner das Zeug haben. Gut, greif mal zu, hat nicht viel gekostet. Ist ein Modell mit 9000 BTU, das ist schon relativ ja, leistungsstark. Hat auch noch ein paar Features. Das Ding hat eine Cloud-Verbindung. Man kann es ins WLAN hängen und dann per App steuern. Also mehr oder weniger, die App kommuniziert mit UDP-Paketen mit einem chinesischen Server, der dann das Ding zur Klimaanlage weiter. Leute! Ja, ich habe es leider nicht geschafft, das Protokoll jetzt so reverse zu engineeren, so dass ich das Ding lokal steuern kann. Aber ganz ehrlich, mir reicht auch die Infrarotfernbedienung. Im Zweifelsfall kommt ein Arduino mit IR-LED davor. Das tut's dann auch mit der Fernsteuerung. Darum soll es aber nicht gehen. Mein Hauptproblem ist eher die Effizienz. Denn wenn wir uns mal zurückerinnern, wie klappt das nochmal? Wir haben eine kalte Stelle, eine warme Stelle und hier ist halt beides drin. Hier vorne kommt zwar kalte Luft raus. Aber die Wärme muss halt auch irgendwo hin. Und das haben wir an der Rückseite. Hier haben wir nämlich eine Stelle, an der warme Luft oder eher heiße Luft rausgeblasen wird. Da ist ein Schlauch dran, der geht normalerweise aus dem Fenster raus. Bringt nur mäßig etwas, weil dann käme durch das Fenster ja auch wieder Luft rein. Deswegen ist die schönere Lösung ein Loch in der Wand, wo das durchgeht. Ich habe zwar ein Loch in der Wand. Das sind noch ein paar Meter mehr und je länger das Kabel hier am Ausgang ist, desto schwieriger ist es für das Gerät natürlich, die heiße Luft rauszudrücken, was bei mir dann regelmäßig dazu führt, dass der Kompressor überhitzt und das Ding sich abschaltet.
Einfach weil er die heiße Luft auf der langen Strecke nicht wegkriegt. Klar, ich könnte noch zusätzlich irgendwo so dann bei halber Strecke hier hinten einen Ventilator reinsetzen und dann so den Luftfluss verbessern. Aber das hat dann noch zwei andere Probleme, die ich mit dem Ventilator nicht gelöst bekomme. Nummer eins, naja, wir haben hier einen Schlauch dran, wo warme Luft durchgeht. Der wird natürlich warm und die Hitze geht in den Raum. Das heißt also, den müsste man dann sogar noch weiter isolieren. Und das zweite ist, Moment mal, wir blasen heiße Luft hier durch nach draußen. Wo kommt denn die Luft her? Naja, aus dem Raum. Im Zweifelsfall bläst er also hier vorne kühle Luft raus. Die kühle Luft geht in den Raum. Er saugt die kühle Luft an, macht sie heiß und pustet sie nach draußen. Klingt jetzt nicht so intelligent, ne? Vor allen Dingen, dadurch entsteht natürlich im Raum selber auch ein Unterdruck, weil wir ja immer mehr Luft rausziehen. Und diese Luft muss irgendwo wieder herkommen. Das heißt, durch Lücken in Fenstern, in Türen und so weiter wird da wieder Luft nachgezogen. Und im Zweifelsfall halt auch von draußen oder anderen Räumen, wo es deutlich wärmer ist. Und das ist halt der große Nachteil bei hier diesen Geräten, die alles in einem haben. Die sind zwar schön mobil, man hat keine Kühlleitungen und hat kein Problem damit, dass man irgendwie einen Installateur braucht oder sowas. Aber sie sind halt massig ineffizient, weil sie die Luft, die sie schon gekühlt haben, im Zweifelsfall wieder nach draußen pusten, warme Luft nachfließt und das ist alles eher Mist. Und das ist jetzt so der Punkt, wo ich zumindest ein bisschen versuche, hinterherzukommen. Denn, Ding hier hinten isolieren, den Schlauch, der nach draußen geht, kriege ich im Zweifelsfall noch hin. Aber das mit der Luft ist Mist. Das heißt, ich werde mal gucken, ob ich hier irgendwie ins Innere komme, durch die ganzen Pollen oder was der hier angesaugt hat. Und dann mal gucken, ob ich da eine separate Luftzuführung für den hier finde. Weil dann könnte ich hingehen, könnte Luft von draußen über einen Schlauch reinbringen, die heiß machen und die nach draußen, sodass aber die Luft im Raum selber eher kühl bleibt. Das ist natürlich immer noch nicht ideal, aber es ist deutlich besser als das, was jetzt hier ist. Und das ist so zumindest mal grob mein Plan. Wichtig natürlich hier beim Zerlegen, denkt bitte dran, da ist Klimagas drin. Das wollt ihr, wie gesagt, nicht in der Wohnung haben. Zum einen, wie gesagt, klimaschädlich und zum zweiten hochbrennbar. Wasser. Okay, Kondenswasser. Yay. Generell sollte aber der Kompressor mit dem Kühlkreislauf hier drin ja auch verschlossen sein. Und ich gehe nicht davon aus, dass wenn wir das Außengehäuse öffnen, das direkt auseinander geht. Deswegen habe ich da jetzt nur mäßige Bedenken. Also suche ich mir mal ein paar Schraubenzieher und hoffe, dass hier nicht noch viel mehr Wasser raussifft. Wenn man alle Schrauben draußen hat, kann man links und rechts die weißen Wände da abheben und dann auch die Rückwand wegmachen. Dann sieht das ungefähr hier so aus. Und wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Dinge, die wir eben auch in der Beschreibung gesehen haben. Wir sehen nämlich zwei von diesen Wärmetauschern. Wir haben oben einen und unten einen und dazwischen so ein schwarzer Block. In dem schwarzen Block ist der Motor drin, der die Lüfter antreibt, die sitzen dahinter. Interessant hierbei im Übrigen, im oberen, das ist der für die kalte Luft, da sind Filter eingebaut, der untere hat keine Filter und entsprechend hängt da jetzt auch relativ viel Dreck drin. Aber hey, das ist ja nur die Luft, die rausgepustet wird, da brauchen wir sowas nicht, da können wir Geld sparen. Was mir auch aufgefallen ist, ihr seht ja diese schönen Flecken, ja, die sehen auch beim nahen Hinschauen nicht sonderlich berauschend aus. Das sind offensichtlich Transportschäden, die ich von außen noch nicht wirklich gesehen habe. Das sind so Klammern von dem Plastikgehäuse und die haben sich anscheinend irgendwann mal hier reingedrückt. Nicht gut. Und auch wenn wir mal so auf die Kühlleitungen gucken, hier hängen irgendwie so lose mittendrin rum. Ich hoffe mal, der Hersteller hat sich dabei was gedacht. Ich meine, es scheint dicht zu sein. Ich habe jetzt nichts gesehen, wo was ausgetreten ist, aber sieht seltsam aus für mich. Die Elektronik selber, die befindet sich oben in einem Metallkasten, der auf der Oberseite entsprechend angebracht ist. Das ist im Prinzip nur ein Netzteil und die grobe Steuerung. Ihr seht jede Menge Relais da drauf. Die Bedieneinheit selber, die ist separat, die ist hier einfach nur eingesteckt. Und das Ganze hier steuert dann entsprechend den Lüfter in verschiedenen Geschwindigkeiten, den Kompressor natürlich und wird irgendwo dann auch einen Temperatursensoren wahrscheinlich ein paar haben. Am Ende wirklich viel Intelligenz ist in so einer Klimaanlage dann auch nicht drin. Speaking of Intelligenz, was allerdings da ist, das ist vorne an der Front unter dem Luftauslass. Da habe ich hier diese weiße Box gefunden und das ist das WLAN-Modul, wie es aussieht.
Das ist nur mit einem vierpoligen Kabel fest. Das juckt mir dann jetzt doch so ein bisschen in den Fingern. Es sieht nämlich für mich wirklich so aus, ob die komplette Webintelligenz mit den ganzen Protokollen wirklich in so einem Embedded-System hier in dem weißen Kasten ist und der einfach nur vierpolig vielleicht eine UART oder so mit dem Hauptcontroller spricht. Das heißt, das hat eine gewisse ein gewisses Potenzial, dass das hackbar ist und man eventuell dann ESP einfach reinsetzen kann und das Ding auf lokalen Betrieb umbauen kann. Das nächste, was mir aufgefallen ist, das ist hier hinten das. Ihr habt ja eben mitbekommen, da ist Kondenswasser drin. Es kommt daher der kalte Bereich, dieser kalte Wärmetauscher hier. Der wird halt teilweise auch so kalt, dass dann die Umgebungsluft daran gefriert. Und entsprechend, ja, kann da sich Eis bilden, das schmilzt irgendwann. Und hier unten drunter, unter dem Wärmetauscher, haben die hier so eine, ja, Styropor oder was das ist, Wanne hingemacht. Und da sammelt sich das Wasser drin, läuft dann ab. Es gibt zwei Konzepte bei hier diesen Klimaanlagen, wie das laufen kann. Die meisten gehen hin und leiten dieses Kondenswasser einfach nach draußen oder in irgendeinen Auffangbehälter, sodass es da nicht mehr in der Füße ist. Die hat auch die Möglichkeit, das Kondenswasser immer wieder auf die warme Seite drauf zu pumpen, einfach so, dass es da verdampft und das Ganze als Wasserdampf wieder nach draußen befördert wird. Das können wir auch relativ gut sehen, wenn wir von der anderen Seite reingucken. Wir haben hier unten dieses gedämmte Teil, was wir eher links sehen. Das ist der Kompressor, steckt dahinter. Der Kompressor im Übrigen hier mit solchen Gummifüßen gelagert. Das dürfte dann auch ein bisschen helfen, den Krach zu dämpfen. Und direkt daneben, da sehen wir halt auch die Wasserpumpe, die angesprochen war. Die Lüfter selber, die sind hier als solche Schaufelräder ausgeführt. Dürfte wahrscheinlich vom Design her besser gepasst haben. Und davon gibt es zwei Stück im oberen Bereich. Da wird die Luft durch diesen Wärmetauscher angezogen, kühlt dabei ab und wird dann nach vorne aus dem Gerät gegeben. Und genauso sieht es dann unten aus. Unten wird auch durch den unteren Wärmetauscher die Luft eingezogen, dabei erhitzt, das ist ja die warme Seite, und dann entsprechend in der Mitte nach draußen geleitet. Die Lüfter sind dabei hier bei der Anlage noch ein Schwachpunkt, denn es gibt für beide von diesen Lüftern nur einen einzigen Motor. Das heißt also, selbst wenn man innen nur lüften möchte, also nur das Ding als Ventilator benutzen möchte, ist auch immer zwingend der zweite Lüfter an, der die Luft aus dem Raum rausnimmt und dann nach draußen bläst. Wenn wir nochmal zur Elektronik gehen, da haben wir ja noch das Bedienpanel offen. Auch das habe ich natürlich zerlegt. Das sind zwei Teile. Das erste sieht hier so aus. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß zu diskutieren, was das ist. Das ist definitiv der Infrarotempfänger für die Fernbedienung. Sonst nicht wirklich viel drauf. Und dann haben wir noch dieses wunderschöne, formschöne Board hier. Das ist die eigentliche Sache, die man oben drauf sieht, womit man das Ding am Gerät bedienen kann. Wir sehen, auf der Rückseite sind nur Lötstellen drauf, sonst nichts zu sehen. Und auf der Vorderseite, sehr übersichtlich, paar LEDs, paar Schalter und zwei 7-Segment-Anzeigen. Das war's dann auch schon. Was mich ziemlich gewundert hat, hier ist noch nicht mal ein Multiplexing-Chip oder irgendwas in die Richtung drauf. Entsprechend haben wir sehr viele Kabel hier eingesteckt und die müssen halt alle zum Hauptcontroller rüber. Und wenn wir schon mal da sind, das, was wir jetzt sehen, das ist das Innenleben von diesem WLAN-Modul. Ist nicht viel zu sehen. Wir haben halt die vier Käbelchen da, die reinkommen. Ein großer Schirm, eine Möglichkeit für eine Antenne anzuschließen, aber es wird die Bordantenne genutzt. Und ansonsten können wir das drehen und wenden. Da ist halt noch ein kleiner Konfigurationsspeicher, vielleicht ein Spannungsregler, aber nicht wirklich was Sichtbares. Hergestellt ist hier das Modul von Boardcom. Jedenfalls nutzt der intern irgendwelche Codenamen beim DHCP-Request und so, die zu irgendeiner Plattform für so IoT-Gedönse gehört. Und die wurde hier anscheinend einfach genutzt. Was ich noch nicht entdeckt hatte, das ist irgendeine Art von Prozessor. Also die Hauptplatine nochmal ausgebaut, unten drunter geguckt und tada, da ist doch etwas. Nur lange währt die Freude leider nicht, das gefunden zu haben, weil die ganze Platine, die ist offensichtlich coated, also mit einem Lack überzogen, um das Ding vor Feuchtigkeit zu schützen. Aber ihr wisst ja, ein Bastler mit Basteltrieb hält man nicht so schnell auf, erst recht nicht, wenn er noch ein bisschen Lösemittel findet, und zum Glück hat's hier gegriffen. Das ist also ein MC9S08PT60, ist ein 8-Bit-Mikrocontroller, 20 MHz Maximum und mit 60 KB Flash. Ist also in etwa so auf der Höhe von den üblichen Arduino Unos, das ist so speckmäßig in etwa vergleichbar. Ist jetzt nicht das performanteste Ding, aber hey, es braucht wenig Strom und eine Klimaanlage ist jetzt keine Raketentechnik. Da ist nicht so viel Intelligenz nötig.
Und für alle die, die wissen wollen, was das Board denn jetzt letztendlich macht, ne? Es gibt zwar keinen Schaltplan, aber immerhin, irgendjemand war so gut und hat uns dankenswerterweise ein Blockdiagramm reingeklebt. Das heißt, wir wissen zumindest, was da ungefähr vor sich geht. Wir sehen das Display, Wi-Fi-Modul, einen Wasserlevel-Sensor, das ist wahrscheinlich für diesen Auffangbehälter, für den Fall, dass es nicht verdampft bekommt. Wir haben den Lüfter mit 4 Leitungen, ein Relais für den Kompressor, das Receiver-Board für IR. Wir haben ein paar Temperatursensoren, einen für die Raumtemperatur, wäre sinnvoll, einen für die Tube-Temperatur und einen Out-Tube-Temperature, also wahrscheinlich für die beiden Kühlkreisläufe intern und extern. Also der kalte und der warme. Und last but not least gibt es den Wassermotor, der auch nochmal separat dranhängt. So, alle Schrauben wieder an Ort und Stelle. Und ja, da verließ mich dann die Motivation, das wird hier definitiv zu warm. Das Einzige, was hierbei nicht an Ort und Stelle ist, das ist der hier. Der WLAN-Adapter, den habe ich extra an der Seite raushängen lassen, denn ich gehe davon aus, dass der seriell mit dem Mainboard spricht und seriell klingt nach Kammern hacken. Da ich noch ein vernünftiges Webinterface möchte, ja, das dürfte relativ einfach sein, den hier gegen den ESP8266 oder so auszutauschen und dann was Vernünftiges zu haben. Vorsicht, im Übrigen, nur weil das hier ein Mikrocontroller ist, der wahrscheinlich mit irgendwie 3,35 Volt läuft, heißt das nicht, dass da 3,35 Volt gegen Erde liegen. Das heißt, im Zweifelsfall sind hier höhere Spannungen bis hin zu Steckdosenspannung und die wollt ihr vielleicht nicht in den Fingern haben, also nicht einfach offen rumhängen lassen und dran packen und so, wenn eingesteckt. Ne? Gut, ansonsten, ja, der Umbau, den werde ich wohl nach hinten verlegen, denn wir hatten ja gesehen, der untere Bereich, den muss ich abfangen, aber Seite und Rückwand, das heißt, ich muss mir irgendwie einen Kasten oder sowas bauen. Die ist auf jeden Fall mal schon mal zu groß für einen 3D-Drucker. Da muss ich mir dann irgendetwas anderes besorgen. Ansonsten läuft's noch. Testen müssen wir einfach mal. Strom an. LEDs gehen mal alle an. Das ist gut. An auf Fan-Mode. Klingt richtig. Vorne kommt Luft raus. Hinten kommt Luft raus. Yep. Können wir den Kompressor noch mit dabei schalten? Bestimmt. Kaboom. Okay, ich höre ihn schon mal. Und theoretisch müsste es dann gleich kalt werden. Ja, langsam kommt er. Gut, also kann kalt machen, kann blasen, so wie vorher. Kompressor wieder aus. So, ich lasse den jetzt gerade noch fertig laufen. Mach das Wi-Fi-Modul vernünftig fest. Aber ich glaube, wir wissen jetzt immerhin, wie er funktioniert, was wir hacken können und ja, trotzdem, obwohl ich da dran rumgefummelt habe, tut er noch, was er soll. Und jetzt Ruhe.